Thank you.
'Cause I said
life for this. This one part, this one third, I've always missed. No, just don't let it go. I started the fight, but now I'm losing. So will I fall again? I'm scared of heights, yet it was me. Run.
So. Oh, guten Morgen. Da sind wir. Oh, es geht sich zwar nicht mehr viel aus. So quasi nur 2 Stunden, aber ja. Ja, wir werden was bauen. Guten Morgen, da ist er endlich. Jawoll. Du wolltest mich was fragen? Was gibt's crazy? Ja. Habe ich, ja. Ich hab einen Lidl in der Nähe. Warum denn? Okay. Okay. Ja, ich wage es zu bezweifeln, dass es das bei uns gibt. So, dann schauen wir, dass wir noch was auf den Tag bringen. Klar, ich muss mir langsam meine Zähne richten lassen. Ich habe mir voll nicht in die Lippen, sondern innen drin ins Fleisch gebissen. Krass, ich muss meine Haarklammel richten. Das wird teuer. Fuck. Das wird teuer. Nur noch in Ösi reich. Was hat die Geschichte da gerne das Geld, das mit 3 oder 4 Flaschen holt? Hab's noch nicht. Okay. Ah, dann schauen, ja. Ist das dann einfach so ein standardneutrales Öl oder was ist das? Oder ist das ganz was Spezielles? So, als erstes werden wir wieder den Kranz bauen. Okay, da fehlt die Schmiede. Jawohl, 3 Stück noch, das geht ziemlich dahin. Okay, dieser Bereich, der scheiß Stuhl, bin ich wirklich so fett geworden oder was? Damn! Damn! Mm-hmm.
Naja, mir kommt es eh schon so vor, ja. Das kommt mir eh schon so vor. Das kommt mir eh schon so vor. So, jetzt pass auf. Wenn wir da das mal reinschmeißen. Schauen wir mal, was wir noch an Holz haben. Ja, schon klar. Okay, im Internet steht halt schon mal nichts drin, dass es das bei uns gibt. Aber ich werde mal fragen, ich werde mal schauen. Problem ist, ich bin halt nicht oft beim Lidl. Eigentlich gar nicht. Ah, oh, schon finden. Massageöl. Okay. Heute ist wieder so ein Tag, wo nichts. Okay, dann haben wir das Holz sozusagen jetzt auch geplündert. Alles klar. Pretty good.
Ich schau dann einfach mal. Ich schau dann einfach mal, wenn ich mal bei Lidl bin. Dann sehen wir eh. Das ist so nervig. So. Das sieht hier beautiful aus. Wir haben hier eine Mitteinen. Und auf der anderen Seite schaut es aus, als ob man da auch. Iron. Schmelzen geht wieder gut voran. Wir sollten dann auch schon fast genug Kohle haben. Also sparen wir uns das Holz zum Bauen. Obwohl wir sowieso nicht drum herum kommen, dass wir es farmen müssen, aber... Ist drüber, muss man euch schauen. Okay. Aha. Da haben wir das so gebaut, um schauen, ob das auf der Seite auch funktionieren wird. Die Double, da haben wir auch ohne Double. Ah, okay.
Ja gut, Mama's da auch so. Da spricht ja nichts dagegen. So. Das müssen wir wieder von oben machen. Oh, das ist Schneesturm. Ich sehe nichts. F. So. Na ja, so viele Bäume nicht bevor. Das ist jetzt ziemlich gleich wie da. Das sollte also fast halten, so heißt, müssen wir halt mal einen extra Balken einziehen. Es ist alles zusammen konisch gebaut, aber irgendwie symmetrisch halbwegs.
Jetzt ist die Frage, was passiert mit dem Rauch, wenn ich hier einfach zumache? Da wird halt hardcore drinstehen, gell? Probieren wir mal mit normalem Holz zu machen, dann sehen wir eh. Hey, der Schneesturm hat aufgehört. Sammelt sich natürlich der Rauch an, gell? Jetzt haben wir einfach mal so gut es geht die Steindecke drauf.
Knallrot, das Ding. Wildo. So. Muss man dann eh von oben machen. Ja, ich meine, ich weiß nicht. Es ist halt. Du willst dann schon eigentlich schon einen Abzug haben. Es muss ja im Prinzip auch nur ein kleiner Abzug sein. Sonst können wir ja da wirklich was mit Holz gestalten, dass man sagt, man hat da Wände rundum, wo man Fenster. Ja, warte. Ich habe da was im Kopf. Ich habe da gerade was im Kopf. Ist vielleicht gar nicht so. Nehmen wir Thea auch mal mit. So. Das Ganze werden wir einfach so gestalten. Dass man sagt, man zieht eine Wand rundum. Okay, das ist die Mitte. Ah, ups.
Das so. Und dann halt normale Schindeldächer. Normales Schindeldach und oben. Ganz oben will ich ihn nicht ansetzen, es schaut kacke aus, glaube ich. Also gut. Ist generell zu hoch hier, oder was? Ne, dürfte eigentlich noch gehen. Wenn ich das so mache. Also natürlich die ganze Länge rüber. Schaut das blöd aus. Meine streng genommen sind die useless. Sind streng genommen useless. Was ist, wenn wir das Dach einfach so schließen? Gibt es da so eine Option? Die langen Balken, gell? Müssten wir dann quer drüber stellen. Ich meine, gut, man kann ihn auch schräg rausstehen lassen. Dann hier das standardmäßige. Oh, das snappt nicht, na toll. Jetzt schon wieder eine Option. Die Option fehlt. Oder bin ich blind? Die Option würden wir brauchen. Wenn sie einen Meterbalken oder wenigstens das eingefügt hätten als Thea, als Dunkelholzbalken, dann wäre ich ja zufrieden, aber das haben sie ja nicht. Ich verstehe nicht, wieso.
Muss da ein bisschen probieren. Schauen, ob man das so drüber stehen lassen kann. Und dann hast du innen die Balken, die gehen zwar ein bisschen unter, aber es ist jetzt keine Dramatik, glaube ich. Ich glaube, das kann man so lassen. Wenn man das dann durchzieht, dann das vielleicht noch so verkleidet mit den Gestellen da, damit es schön zu ist. Voilà. Voilà. Also ich würde mir echt mehr Dunkelholzbalken und Pfosten und Wände Optionen wünschen. Wäre cool. Könnten sie von mir aus extra einen extrigen Hammer dafür machen, sodass du sagst, der Standardhammer ist für Holzoptionen, damit du nicht so vollgeschissen bist mit dem ganzen Zeug. Dann halt ein Edelholzhammer von mir aus, wo du dann Dunkelholzpfosten und so einen Scheiß machen kannst. Dann noch einen Eisenhammer, dass du halt Stein und Marmor und so ein Dreck, ist ja wurscht, ihr wisst, was ich meine. Oder halt da einfach einen Reiter, dass du durchklicken kannst, dich entscheiden kannst für Dunkelholz, Holz, Stein und so weiter. Und damit das so ein bisschen geordneter ist und vor allem mehr Optionen einbauen. Also zumindest, dass es so viele Optionen gibt, wie es bei Holz gibt. Weil bei Dunkelholz fehlt einfach der Meterbalken, es fehlt da der Absatz da, also das Kreuz. Dann fehlen natürlich die Wände, wollen wir gar nicht reden. Okay, aber ich glaube, so könnten wir das machen. Ich weiß nicht mal, ob ich die Dinger da einbauen sollte. Erstens ist es irrsinnig teuer und zweitens, so gut schaut es, glaube ich, auch nicht aus. Na, dann würde ich einfach so das Zeug bauen, dass da so ein Dach eben drauf ist. Dann schaut das Ganze, glaube ich, nicht mehr so schlecht aus. Wenn wir dementsprechend wieder abreißen. Okay, da werden wir aber alt, deswegen werden wir uns zuerst den Ausgeruht-Buff holen. Dann machen wir mal den Stein oben fertig. Schön eins nach dem anderen. Ich darf die Zeit nicht übersehen, wir haben nur noch eine Stunde, dann muss ich leider schon wieder auf die Arbeit. Boah, das kotzt mich hier schon wieder so an. Ah, ich hoffe wirklich, dass ich irgendwann mal so weit bin, dass ich sagen kann, jo, ich verdiene was mit Zocken, ich kann Stunden reduzieren. Aber ja, das dauert gefühlt noch mein ganzes Leben. Aber das wäre halt so geil. Dann könnte ich mich endlich austoben bei solchen Games. Dann würde ich vielleicht sogar ein bisschen Kreativität auch entwickeln. Feels bad, wenn mich sonst keiner verarscht, dann muss ich es selber machen. So. Wir haben gesagt, wir machen oben die Steine fertig. Steindecke.
Okay. Ich werde hier wahrscheinlich noch so einen Marmorkranz bauen, damit es auch einen schönen Abschluss hat. Ja. Aber erstmal Decke. Ah, es ist. Leave her, Johnny, leave her. It's time for us. Okay. Move. You've been by you struck by a smooth criminal. Could you please just snap in? Ich glaube, das haut hin so. Dann. Gut, jetzt holen wir uns den Marmor. Die Decke sollte halten. Dann werden wir aber eh bald hören, falls irgendwas zusammenbricht. Mamor. Mamor und Thier. Thier. Come on. Das? Ist das zu hoch? Shit. Aber das müsste ja normalerweise halten, weil sonst würden die Steine auch noch dabei zusammenbrennen. Einzuhalten. Ah, okay.
sollte eigentlich der richtige Abschluss sein. Schaut gut aus. Das passt aber dann nicht. Das heißt, die Länge müssen wir nochmal wegnehmen. Mamor, we're out of Mamor. Da brauchen wir noch mehr Marmor. Müssen wir nachher holen. Habe ich dann das Fass 10 abgerissen oder ist der zusammengebrochen? Ah, den habe ich gar nicht gebaut gehabt, genau. Ah. Oh no. Oh no! Ja, viel Spaß, Boys. Ich habe heute keinen Bock mit euch zu spielen. Ihr habt Spaß, was? Okay. Hey. Ja, wenn schon, dann gibt's halt auf die Nase. Idioten. Okay. Greifen einfach meine Burg an.
Genau. So. Wir brauchen sowieso Marmor, also was soll's. Ich glaube, wir müssen sogar eine Thea-Runde machen. Soweit ich weiß, haben wir überhaupt keinen Thea mehr. Ja? So, da ist nur das Boot drin, da ist nichts drin. Schauen wir mal, wir werden mal kommen. Gut. Oh no. Na gut, da habe ich keine andere Wahl, aber das steht eh nicht draus. Das ist okay.
Selbe hier. Auch nicht raus. Das ist nicht so schlimm, das fällt nicht so auf. So, und das haben wir gesagt, das lassen wir so. Genau. Wir lassen das so ein Vordach. Das passt, glaube ich, recht gut. Und dann ziehen wir jetzt einfach die Gerade rüber. Wir müssen schauen, ob wir in der Mitte dann stützen müssen oder nicht. Aber das werden wir dann erst. Aber was halt wahrscheinlich der Fall sein wird, ist, dass wir eine Runde Thea farmen gehen müssen. Eine Thea lässt sich ja in dem Sinn schnell farmen, das ist nicht das. Ah, da müssen wir schauen, dass wir schön zusammenkommen. Im Sinne von, dass wir hier angefangen haben. Sieht sehr schön aus. Genau. Sollte gut ineinander snappen. Da müssen wir den nächsten Balken stellen. Hier. Ja, haben wir noch 34. 34 ist gut. Schauen wir mal. Stein brauchen wir eigentlich nicht mehr. Marmor haben wir auch alles eingebaut, was wir müssen. Na gut, da haben wir noch 13 Stück zu verschmelzen. Zum Einschmelzen, so. Ja, ich glaube, das passt ganz gut. Wenn ich dann in dem Stil rundum irgendwie noch ein paar Türme oder so baue, kleinere, habe ich auch schon was im Kopf. Ja, schauen wir mal. Machen wir erstmal das fertig. Schön eins nach dem anderen. Steht ja alles erst im Kopf. Dauert halt seine Zeit.
13 Stück Teer. Hey. Da ist einer auf Reisen gegangen. Im Baumstamm. Hat einen Hirsch erwischt. Feels bad. Nein, wenn wir gleich mal wegpacken. Wenn wir schon mal dabei sind. So, Semmel gefuttert mit Käse drauf. Natürlich selber gebackene Semmel von gestern. Heute mal aufgewärmt. Oh, fein. Das klingt gut. Das klingt sehr gut. Und haben sie geschmeckt? Natürlich, wahrscheinlich, oder? Endlich mal was geschmeckt. Schön. Nice. Ahne. Das wird stark. Da wird die Wand so entlang gehen. Die Wand startet dann von da oben. Die geht dann da runter, dann so rüber. Da so her. Und da kommt vielleicht ein kleiner Turm hin. Fühle ich. Dann geht es so rüber. Ja, das wird geil. Also aufs Festungswall bauen, darauf freue ich mich schon. Hey, Izzy, guten Morgen. Guten Morgen, guten Morgen. Wie geht es dir? Ah, da haben wir Edelholz. Gut, da haben wir jetzt eh keinen Platz mehr. Gehen wir mal raus. Ja, geht so. Hab Little Devil heute zu Hause, oh je. Ist er komplett krank geworden, oder? Der Arme.
Der arme kleine Scheißer. So, wir werden noch den letzten Teer verballern. Dann holen wir uns eine schöne Teergrube. Warte mal. Habe ich nicht auf Titan und auf den Teer in die Kisten? Dann muss ich mal nachschauen gehen. Sieben. Sieben, sieben, ein Lu, ja, okay, passt. Dann bleiben wir mal kurz hier. Warte mal. Ich glaube, Flex war frei. Ja, das passt. Weil dann nehmen wir nämlich hier ein Portal mit. Ja. Dann nehmen wir gleich das mit. Weil ich bin ja drüben irgendwo im Sumpf, weit weg von zu Hause sozusagen. Wir nehmen also ein Portal mit, stellen es drüben kurz auf. Auf Titan. Ah, muss ich dann einen Kaffee runterlassen. Oh, Muskelkater! Ich meine, gut, wir hätten da auch direkt Tee in der Nähe, gell? Zur Not. Das heißt. Sagt er. Wird wohl nichts passieren. Wenn das geht, hat er manchmal eine Temperatur, das war nicht so. Meine Kita abends. Okay. Ihr seid so gemein. Ihr seid so gemein zu euren Männern. Furchtbar mit euch.
So, da haben wir Thea, die bekriegen sich hier schon. Flexer aufstellen hier. Flex. Ach so. Okay. Ach so ist das mit euch. Da seid ihr einfach zu Fremden so gemein. Noch schlimmer. Was heißt Fremde? Wie heißt der? Wie heißt der Boy? The Man? Mal nichts mehr. Der Dummy 19. Verstehst du nicht, gell? Dabei seid ihr so sweet, gell? Klar. Oh no! Oh no! Der Lox! Er steckt fest! Okay, jetzt nicht mehr. Armer Lox. Wow! Okay, der macht Damage. Alright. Das hätte auch in die Hose gehen können. Die Loks sind nicht zu unterschätzen, die machen echt sau viel Damage. Okay, da haben wir eine Tiergrube. Wie werden sie in diese Richtung ausgraben? Das ist echt schön, ja. Klangbad genommen. Mehr Käse ist mir geschmeckt. Es ist super, dass es dir langsam wieder besser geht. Oder dass es zumindest aufwärts geht. Ich hätte die Bronze-Spitzhacke mitnehmen sollen. Was haben wir denn da? Ich hoffe, das ist tief genug.
Okay, es ist bei weitem nicht tief genug. Hier hat er gefedert, nennt man das, glaube ich, dann. Yes. Warte, was? Eieiei. Wenn man euch mal kurz alleine lässt, dann... Okay. Okay. Eieieiei. Ich habe nichts gesehen. So. Ah, es ist ja schon abgeronnen. Verschwindet sozusagen einfach. Ja, das ist cool. So. Ah, ist dann langsam. Gut. Na ja, gut, das Schwarzmetall, auf das kann ich trotzdem. Wir werden aber nicht Platz haben für alles, glaube ich. Nee. Ah, wir müssen unser Portal auch noch mitnehmen. Erst war's, da lassen wir einfach den Stein hier. Beziehungsweise nein, das machen wir so. Den nehmen wir einfach mit. Bei Stein werden wir noch sehr, sehr, sehr viel brauchen. Hier. So. Alright. Ah, unseren Flex da wieder mitnehmen. Oh fuck, es ist ja schon so spät. Scheiße.
Ah, es nervt mich, dass ich heute arbeiten gehe. Fuck! Ah, scheiß Arbeiten, ey. Aber was soll man machen, wenn man das Geld braucht, gell? Was soll man machen, wenn man die Kohle braucht? Lax. Only 70, okay, aber sollte trotzdem reichen. Vielleicht bekommen wir das Dach wenigstens noch fertig, damit es halbwegs nach etwas ausschaut. Ich finde es von der Form her eigentlich eh relativ cool soweit. Also das gefällt mir ganz gut. Ich meine, man sieht das ja wohl öfters bei anderen Streamern und bei anderen Bildern, sagen wir mal so. Das ist ja ein ganz beliebtes Dach. Dachform, das so zu bauen. Da kannst du dich ja wirklich austoben, bis zum geht nicht mehr. Aha. Sollte halten. Ah, Stuhl. Der Stuhl kann mich nicht mehr tragen. Fuck. I'm too massive. Massively amazing. What? What? Noch den Wipfel drauf und gut ist. Fürst. Ach, Fürst. Nice. Und schon ist unser Dach fertig. Was sagt ihr? Haut hin. Das ist unser Kamindach. Ich meine, gut, den Klotz rundum, den muss man mal ignorieren dabei. Das ist natürlich noch nichts. Da wird jetzt nur dann noch gebastelt mit Holz. Aber es ging ja in dem Sinn nur mal darum, das Dach fertigzustellen. Und ich glaube, ich bin da relativ zufrieden. Wie gesagt, da muss man... Das schaut natürlich noch nach nichts aus. Rundum und das Dach passt auf den Klotz jetzt so einzeln natürlich nicht drauf. Aber jetzt muss man bedenken, dass da noch Fenster reinkommen mit Dunkelholzverzierungen. Ich weiß nicht, ob ich Glas reinbauen soll, weil Glas hat mit Verzierung nicht so geil ausgeschaut. Eventuell mit Eisen habe ich es mal gesehen, dass es mit Eisen verziert ist. Also halt ein Eisengitter und da dann das Glas eingesetzt, das hat relativ gut ausgeschaut. Habe ich noch nicht gesehen mit Verzierung. Du meinst die Fenster?
Oder Glasfenster. Achso, Glas allgemein nicht, okay. Ja, es ist. Es schaut schon gut aus. Aber am besten hat es mir in Kombination mit so mit den Metallen, mit Käfigwand oder mit den Zeug gefallen. Dass du da dann das Glas drauf gesetzt hast. Das hat dann recht gut ausgeschaut. Aber, na, ja, müssen wir schauen. Jedenfalls, das hat funktioniert. Schauen, wie es von unten ausschaut. Die Werkbank kann ich eh stehen lassen, weil die brauchen wir später noch. Der Rauch sollte, ja, schaut gut aus. Ich meine, man könnte jetzt noch hergehen und in diese Richtung und in diese Richtung auch so eine Öffnung reinbasteln. Wäre auch eine Idee. Wait a minute. Geht sich das aus? Würde es sich sogar genau ausgehen? Nee, warte mal. 1, 2, 3. Ne, es geht in. Ja, gut. Ja! Okay, ein bisschen Zeit haben wir noch. Oh, der Teer geht mir schon wieder aus. Fuck. Holz haben wir auch kein. Ah! Come on! Ich will doch nur bauen! Wir können eben, da wir die Ecken auch haben, können wir das vielleicht so gestalten, dass wir in alle vier Richtungen was machen. Das dürfte dann relativ geil ausschauen. Werden wir gleich sehen. So. Gut. So, dann schaut das Ganze nämlich so aus. So herfahren. Genau.
Also mal schauen, wie das funktioniert. Was denn? In ein Eck. Das hätte ich stehen lassen können. Come on. Sieht da nicht aus, gell? Ah. Shit. Geht es? Natürlich geht es. Genau. So hätte ich mir das vorgestellt, dass man das einfach so reinbastelt. Jetzt muss man halt schauen, wie das mit dem First hinhaut. Und dann einfach verschwinden lassen, schätze ich. Beziehungsweise ich kann. Wenn er reinsteht, dann schaut es kacke aus, gell? Ich meine, ich könnte jetzt eins weiter rausfahren. Dann kommen wir da auf den Spitz zusammen und dann kommen wir oben ganz genau übers Kreuz. Das wäre auch eine Möglichkeit. Aber ich habe das gerne ein bisschen tiefer, also machen wir das vermutlich einfach so, dass wir das so draufsetzen. Hier noch einmal drüber hinausfahren, so wie wir es bei den anderen gemacht haben. Und dann ja. Ich glaube, das lassen wir so. Auf der anderen Seite auch noch. Sieht schon geil aus. Also das mit dem Dach, mit den Dachoptionen, das ist schon mal pipi fein. Vorausgesetzt, du baust eben. Ja, das ist cool, das passt. Gefällt mir. Das gefällt. That is beautiful. Aber, bevor ich die Zeit übersehe, muss ich es leider jetzt schon gut sein lassen. Ich meine, gut, um halb muss ich sowieso weg, also die 8 Minuten, die reißen es jetzt auch nicht mehr. Wir sind mit der Decke fertig. Wir sind gerade am Dach gestalten. Ich glaube, das schaut ganz cool aus, oder? Das Innenleben langsam, der Innenrohbau. Von dem her kann man hier drinnen dann schön gestalten. Wie gesagt, wir werden hier ein paar Wände rausreißen. Da werden wir auf alle Fälle mit Fenster verzieren.
Wie wir dann die Räumlichkeiten innen gestalten werden, das schauen wir mal. Im Sinne von, was da reinkommt. Ich denke, hier wieder ein paar Tische, ein paar Stühle, ein paar Teppiche, Trophäen, alles Mögliche. Nicht klar, was, halt, was mir halt so zur Verfügung steht. Aber das Dach funktioniert so. Das schaut ganz geil aus, finde ich. Oder es lässt sich zumindest anschauen, sagen wir so. Schaut so richtig schön festungsmäßig aus. Später gestaltet man das Ganze dann sowieso in den Dörfern ein bisschen besser. Ja, mal schauen. Bei mir ist halt immer, das ist immer so ein Prozess. Ich fange irgendwas an und dann entwickelt sich schön langsam was im Kopf. Und dann entsteht manchmal was relativ Schönes. Nur halt das Übliche, weißt du, das habe ich ja schon mal gesagt. Ich reiße dann wieder ab und baue dann wieder auf, reiße wieder ab, mache es dann ein bisschen anders und naja. Das ist ein bisschen ein Zustand bei mir, aber ja. Gut. Wie gesagt, ich muss aufhören. Ich werde das Video natürlich auch auf YouTube hochladen. Es ist natürlich ein bisschen dämlich, das Ganze so ungecuttet hochzuladen. Aber ja, es ist ja nur mal zum Probieren und vielleicht wird sich das zukünftig irgendwann mal entwickeln, dass ich mich daran setze und die Videos auch cutten werde für YouTube. Genauso wie ich dann für Instagram und TikTok und so einen Schmarrn halt Content machen muss. Aber das ist sowieso alles Zukunftsmusik, weil man muss hier ehrlich sein, noch haben wir nicht viel Zuschauer. Von dem her. Aber man spekuliert halt so. Gut. Ich baue den auch gerade Privatserver von Second Life gerade. Hänge da gerade an einem Baum aus. Bin schon, ist glaube ich schon der Anfang 5 oder 6. Müssen ist immer so eine Sache. Gibt genug, die haben es eben halt nicht, den Shit. Macht, was Spaß macht und niemals einen Muss draus machen. Und er geht davon verloren. Ja. Aber wenn man eben nebenbei ein bisschen Content draufpacken kann und das dann von den Leuten auch geliked wird, dann ist man ja auch froh irgendwo. Aber gut, bevor ich noch mehr Zeit verliere, danke fürs Reinschauen, danke fürs Zuschauen. Passt auf euch auf, ich wünsche euch einen schönen Tag und ich hoffe, man sieht sich wieder. Gut, bye bye. Tschüss, Crazy.